Hallihallo, hier ist der Thomas vom Kanal der Elektrotechniker. Wir haben Zuwachs bekommen in unserer Firma, eine Zappi-Wallbox der Firma MyEnergy. Denn auch bei uns wird die Elektromobilität ja nach und nach ausgebaut. Das heißt, die ersten Kollegen haben jetzt ihre Elektrowagen, Betriebswagen bekommen. Und entsprechend wollen wir natürlich an jedem Standort auch mindestens eine Wallbox installiert haben. So, warum ist es die Zappi Wallbox geworden? Genau dieser Typ. Gab also mehrere Kriterien. Das erste Kriterium war natürlich für mich 11 kW. Das können eigentlich ja fast alle, so was ich gesehen habe. Zweites wichtige Kriterium war die Länge des Ladekabels. Die meisten Wallboxen haben ein integriertes Ladekabel, das ist also fest verbaut. Und meistens circa 5 Meter lang. So, bei uns soll die Wallbox hier quasi an diese Wand rangebaut werden. Ja, und danach, ich muss mal die Scheibe öffnen. Zack, zack, zack. Danach soll das Kabel dann rausgelegt werden, quasi um die Ecke, je nachdem, wo das Auto steht, und geladen werden können. So, 5 Meter ist nicht viel. Quasi die Länge von der Wallbox bis runter zur Erde dann sozusagen, zum Boden, da haben wir ja schon fast irgendwie 1,50 Meter, und dann haben wir eher so noch 3,50 Meter draußen Bewegungsradius. Das ist Mist, das ist zu wenig. Draußen hinmachen möchte ich die Wallbox auf keinen Fall. Ist jetzt für mich nicht interessant. So, also habe ich eine Wallbox gesucht, wo ich entweder A, ein langes Anschlusskabel habe, das gibt es natürlich auch, oder wo ich B, so wie hier, das hat mir noch besser gefallen, die Möglichkeit habe, quasi ein Typ 3 Ladekabel, also ein Wallbox-Ladekabel, also mit Typ 2 Stecker, anzustecken. Das heißt, jeder, der hier kommt, kann entweder unser Kabel nehmen, was dann 10 Meter lang ist, oder wenn er eben der Meinung ist, er möchte sein eigenes Kabel nehmen, kann er auch das verwenden. Ne? Deshalb habe ich mich für diese Wallbox entschieden. Ja, auch natürlich ein bisschen geguckt zum Thema, was ist da jetzt gerade verfügbar, weil Wallboxen ist ja auch immer so ein Ding mit Platinen und so weiter. Also auch jetzt manchmal immer nicht so leicht zu bekommen. So, das also im Paket mit drin gewesen. Wir gucken mal kurz uns hier das an, wie es hier drin aussieht. Also relativ unspektakulär. Schönes Kunststoffgehäuse. Die Kabeleinführung kann ich halt wahlweise hier hinten machen, wenn ich es möchte. Oder ich bohre mir halt hier quasi eine Durchführung mit Kabelverschraubung und kann dann hier meinen Anschluss machen. Ich habe einen wunderschön großen Anschlussraum. Ich kann hier also schön einmal ausholen und reingehen. 3-Phasen-Neutralleiter. Schutzkontakt, und wenn ich das möchte, kann ich sogar noch mal hier eine extra Erdung anbringen, je nachdem, wo ich diese Wallbox genau einsetze. So, da haben wir ein bisschen Platinen, ein bisschen Stromwandler mit drauf. Hier nochmal dann das Schütz sozusagen. Ja, was genau auf den Platinen dort gemacht wird und so weiter, können wir natürlich jetzt, oder kann ich natürlich nicht beurteilen. Jedenfalls sieht das erstmal relativ unspektakulär aus. Hier sieht man nochmal die Verriegelung. Ja. Wissen ja, wenn der Ladevorgang dann startet oder davor, wird die ja verriegelt. So sieht das Ganze dann hier aus. Kommt dann so ein kleiner Stift raus, zack, und nach dem Beenden, zack, kann man den wieder entriegeln. So sieht das aus. Also keine große Sache. Dazu geliefert wurden noch 3 Stromwandler. So sehen die aus, denn diese Zappi-Wallbox hier ist ja auch in der Lage, das Thema Überschussladen eben ja, durchzuführen. Das bedeutet, wir haben also von dem Hersteller MyEnergy dann ganz viele andere Geräte, und beispielsweise kann ich dann halt hier auch irgendwo quasi mir diese Stromwandler installieren, kann quasi dann einen Überschuss messen, und diese Wallbox hier kann das sozusagen dann verarbeiten. Die kann also dann sagen, okay, nur aus dem PV sozusagen als Überschuss, oder so ein Schnellladen dann eben nur aus dem Netz. All das kann man dann konfigurieren. War hier erstmal schon mit dabei und ist für die Zukunft auf jeden Fall immer interessant. Hier nochmal eine Abdeckung. Einfach so eine Kunststoffabdeckung. Die kommen halt damit drauf, dann sieht das halt irgendwie noch spektakulärer aus. Ja, und das war's. Eine Anleitung, die gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ist jetzt nicht zu aufgebläht. Also ich habe ja nicht Bock, hier so ein Buch zu lesen. Ich habe eine Schnellinstallationsanweisung. Das ist wirklich immer ganz gut, wenn man da mal kurz reingucken kann. Aha, auf was muss ich achten, vielleicht gegebenenfalls.
Beziehungsweise ich bin ja immer jemand, der reißt das eigentlich auf, guckt sich das an, fängt dann an zu bauen. Und wenn dann die ersten Fragen kommen, dann gucke ich hier in die Anleitung und auch das natürlich nur heimlich. Nee, hier ist alles schön erklärt. Gefällt mir sehr gut. Auch nochmal geguckt habe ich auf das Thema mit dem FI. Denn das Ding hier hat eine, steht auch drauf, einen FI mit drin. Also erstmal Typ A FI und 6 mA DC. So. Und jetzt ist das aber kein richtiger DC-Schutzschalter, also kein Typ B FI-Schutzschalter, sondern eine Leckageerkennung. Das habe ich hier, wo habe ich das gesehen? Irgendwo habe ich das gesehen hier hinten. Finde ich jetzt nicht mehr. Zusätzliche CTs. Zack, zack. Doch, ich habe es doch hier gerade erst gesehen. Goldene Regel. Nee. Nee. Erdung. Hier. Stromversorgung. Hier steht's. So. Die Zappi verfügt über einen integrierten 30 mA FI-Schutzschalter Typ A mit 6 mA DC Leckageerkennung. So, normalerweise kein FI-Schutzschalter erforderlich, der jetzt davor geschaltet werden muss. So, und das ist jetzt immer die Frage, also wenn es sozusagen, also man darf ja sowieso nicht einen Typ B FI-Schutzschalter nach einem Typ A schalten, also in Serie. Und hier ist es aber kein Typ B Schutzschalter, sondern halt so eine Leckageerkennung. Von daher könnte man es tun, muss man aber nicht. Das hat mich nochmal interessiert. Ansonsten, also die kann ja 22 kW, die Wallbox, theoretisch. Ne? Also sieht man ja auch an der Verdrahtung drin. Das ist ja hier alles 6 Quadrat ausgeführt. Und das ist ja immer schon der erste Indikator. 6 Quadrat, also 32 Ampere. 400 Volt, also 22 kW. Wollen wir aber nicht. Für uns ist 11 kW völlig ausreichend hier. Aber man hätte theoretisch die Möglichkeit. So. Das Ding soll dann jetzt mal daran gebaut werden, da so, wo ich so hinzeige. Und ich habe hier bereits schon mal eine Leitung gelegt, hier über diesen abgehängten Boden, über die abgehängte Decke, sorry. War jetzt keine große Sache. Ich habe ein 5x6 jetzt hier gelegt und habe mich mal vorgekämpft hier bis zu dieser Verteilung. Wir haben ja jetzt hier an dem Standort ein Mietobjekt und so sieht das hier also aus. Das heißt, ich habe die jetzt nicht selber aufgebaut oder so. Also die haben wir so quasi, also das ist quasi Bestandteil des Mietobjektes. So, haben wir mal alles soweit abgeschraubt. Das ist hier übrigens das 5x6, ne? Habe ich schon eingeführt. Sieht jetzt natürlich erstmal wieder ein bisschen nicht so schick hier aus, gerade da oben und so weiter. Da fehlt noch was, da hat man damals schon was vorbereitet, wie man sieht, dass man hier jetzt quasi was raufschrauben kann. Also quasi hinten so eine Lattung und dann soll das wieder zugemacht werden und gespachtelt werden. Aber beim Sollten ist es dann geblieben und die Verteilungen sehen eigentlich nicht ganz verkehrt aus, aber extrem Thema Platzreserve. Ne? Also ich habe ja 0,0 Platz, muss ja noch eigentlich den Originalzustand wieder, weil das habe ich schon ausgebaut. So war das Original. Das einzige freie Anhutschiene, was ich sehe, ist hier diese drei Teilungseinheiten. Das war's. So, und da habe ich natürlich jetzt Probleme, hier irgendwie noch was anzuschließen. Ich hätte natürlich auch hier reingehen können und hier noch irgendwo einen dreipoligen Automaten einsetzen können. Aber das ist hier so voll. Ich habe hier nicht mal die Möglichkeit, irgendwo hier diesen Automaten mit Spannung zu versorgen. Ich kann hier nirgendwo irgendwas abgreifen. Das ist hier alles schon doppelt. Hier unten habe ich nur eine Phase noch frei. Hier kommt schon der FI. Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte von hier abnehmen und dann dort hochnehmen. Aber das ist so beengt und hier so eine Doppelhülse reinquetschen. Ich weiß nicht. Also das ist jetzt nicht so das, was ich will. Und deshalb habe ich gesagt, okay, gehe ich halt rechts rein und klaue mir diesen Platz. Hier sehen wir ein 4-Polien FI plus B16 Dreipol. Die sichern ab eine 5-Pol CEE Kraftsteckdose, 16 Ampere. So, die haben wir hier. Die brauchen wir hier an dem Standort theoretisch nicht, aber ich würde gerne trotzdem eine behalten. Können wir auch. Wir bauen das quasi zurück, setzen hier einen dreipoligen Schalter ein, sichern uns damit die Zuleitung erstmal ab. Und hier drüben habe ich mir überlegt, machen wir dann einfach Folgendes. Wir setzen hier ein bisschen höher noch so eine kleine Unterverteilung und von dieser
Unterverteilung aus, machen wir dann halt einen Abgang für einmal CEE-Kraftsteckdose, die dann auch wieder mit FI, die muss ja mit FI sein, den wollen wir dann da oben rein. Dann machen wir einen Abgang zur Wallbox und dann machen wir halt noch einen zusätzlichen Abgang gleich für so einen Motorschalter zum Schalten des Kompressors, weil der jetzt über die Steckdose läuft und hier mit diesem Druckschalter geschaltet wird. Das ist doof. Deshalb kommt dann so ein schöner Motorgeräteschalter hin und da haben wir sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ja, das 5x6 hatte ich jetzt gerade da, das habe ich reingezogen, sollte auch theoretisch reichen. Ich könnte das jetzt hier, also die Kabellänge ist extrem gering, das sind 9, irgendwas Meter, könnte ich jetzt theoretisch einen 32 Ampere Schalter hier einbauen an die Stelle. Nehme das 5x6 rauf und könnte dann sozusagen hier für die Wallbox halt einmal 16 Ampere absichern, abgehen, einmal 16 Ampere für die Kraftsteckdose, die wirklich nie verwendet wird. Also das ist wirklich nur mal so nice to have, wenn irgendwie mal sowas zum Testen ist oder so. Beziehungsweise doch, ich hatte sie schon einmal genutzt für den Juice Booster zum Testen. Da habe ich sie immer gebraucht. Also ist immer gut, wenn man eine hat. Und da sollte das eigentlich theoretisch passen. So, und das werden wir jetzt aber in den nächsten Tagen hier mal so nebenbei machen. Das ist jetzt hier nicht so ein Hauptprojekt oder so. Das ist so ein Nebenbei-Ding quasi. Ja, mal irgendwie, wenn es dann schon dunkel ist und man hat irgendwie noch, man will noch ein bisschen was rumwerkeln, dann sind das so eine Füllarbeiten, also keine Priorität oder so, ne? Genau, und da muss ich jetzt noch ein bisschen Zeugs raussuchen, dort was bestellen und dann schauen wir mal, wie das hier mit dieser Wallbox funktioniert. Ich hoffe nur, dass jetzt mal ein E-Fahrer, also ein Kollege, der ein E-Fahrzeug hat, demnächst auch hier mal dann kommt, damit wir das Ding hier ausprobieren können. Ansonsten muss ich hier zu meinem Autohaus des Vertrauens mal rüberfahren und mir mal so eine Elektroschlitten ausbohren, weil ich muss das ja auch mal demzufolge dann mal ausprobieren, ob das so alles funktioniert. Ja, und das hier wird natürlich jetzt halt, ja, das ist jetzt nicht schön, ist aber so. Theoretisch, wenn ich das abmache, könnte ich die drei Phasen gleich rauflegen. Gehe dann halt mit denen von unten ran. Den Neutralleiter, dachte ich mir, den ziehe ich hier runter und erweitere diese Klemme um eine größere. Da habe ich quasi noch einen Neutralleiterabgang. Und hier dieser Neutralleiterabgang, den werde ich quasi einfach um eine Durchgangsklemme setzen. Hier kommt quasi eine dicke Durchgangsklemme rein. Also 2x10 sozusagen, dass ich das sozusagen hier in Parkposition bringe. Und schutzleitertechnisch habe ich hier noch die Möglichkeit ranzugehen. Beziehungsweise auch auf der anderen Seite, weil das hier so aufgebaut ist, dass die Hutschiene als PE-Phasenschiene sozusagen fungiert. So. Ja, das sehe ich genau richtig so. Und dann sollte das eigentlich normalerweise funktionieren. Nicht schön, dafür selten, funktional. Was soll ich machen? Ich kann es jetzt hier nicht ändern. Ups, es knallt. Ich kann jetzt hier nicht noch eine dritte Verteilung reinsetzen. Das ist jetzt nicht, liegt nicht in meinem Ermessen jetzt hier. Ne? Alles klar, wisst ihr Bescheid. Haben wir wieder mal ein cooles Projekt. Werde ich euch mal ein bisschen wieder mitnehmen. Auch mit der Einrichtung dann. Kann man mal gesehen haben, denke ich, gerade Thema Wallbox ist ja interessant. Schauen wir mal. So, hier jetzt noch das Projekt für den morgigen Tag. Also da ist jetzt nicht Farbe drin, sondern ein idealer S4 elektrisch, also Trafoöl, Isolieröl. So sieht das aus. 3x20 Liter. Dreimal könnt ihr raten, wofür ist angekommen. Das ist natürlich jetzt erstmal so das Priorität, also das wichtigere Projekt, was erledigt werden muss auf der Anlage in Mecklenburg-Vorpommern. Und dazu werde ich jetzt nochmal mein Auto einladen, alles vorbereiten, sozusagen das Auto nochmal kultivieren. Und dann geht das morgen ganz zeitig gegen 5 Uhr. Geht es los, ne? Und dann schauen wir mal, was wir dort im Morgen reißen. Es kommt ja auch dann ein Kollege mit von einer anderen Firma, der dort quasi die Entwicklungsmessungen macht. Und da bin ich schon ganz gespannt. Übrigens hier nochmal unsere weihnachtliche Deko. Ja, steht jetzt schon ein paar Wochen. Und eine schöne Kiefer, das ist doch was Feines. Aus dem Wald, kostet nicht viel. Frisch geschlagen, sieht geil aus, fetzt. Also, bis dann. Ciao, ciao.